Die Grünen üben sich hinsichtlich der Ermittlungen gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz wegen des Verdachts der Falschaussage im Untersuchungsausschuss weiter in Zurückhaltung. Auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein enthielt sich jeglicher Kritik oder Forderungen an den Koalitionspartner. Spekulationen über Neuwahlen oder einen fliegenden Regierungswechsel gab es schon und die SPÖ Burgenland hat bereits Ablehnung bekundet. Der burgenländische SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst riet seinen Parteikollegen dringend ab, Kurz in Allianz mit FPÖ, Neos und Grünen Kurz im Parlament abzuwählen und danach eine Vier-Parteien-Regierung zu bilden. Gesundheitsminister Mückstein betonte, man werde sehen, was bei den Ermittlungen herauskommen wird. Jetzt sei allerdings nicht der Zeitpunkt, über irgendetwas zu spekulieren. Und Arbeitsminister Martin Kocher hält es für viel zu früh, über Konsequenzen oder Ermittlungen gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz zu spekulieren. Er könne sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass Kurz die Unwahrheit gesagt hat im Untersuchungsausschuss. Eine Neuwahl hält Kocher für sehr unwahrscheinlich. Nicht festlegen wollte er sich, ob er im Falle einer Verurteilung einen Rücktritt des Kanzlers für angebracht hielte. Und zudem muss auch gesagt werden, dass die Anklage noch nicht erhoben wurde, beziehungsweise es noch keine gibt und nach wie vor die Unschuldsvermutung gelte.